Hallo Leute! Funktioniert alles? Ich bin in meinem Home Cave immer ein bisschen. Weiß immer nicht, aber ich denke mal, irgendwas habe ich vergessen. Klamotten habe ich an, das ist das Wichtigste. Also ich glaube, ihr hört mich, ist top. Wunderbar, ich habe nämlich einiges vor. Lass uns heute Prison Architect spielen. Da kam gerade eben Island Bound raus. Das ist. DLC-Add-on gelöst. Und da könnt ihr jetzt auf der Insel spielen. Das klingt mega spannend. Finde ich super gut. Prison Architect finde ich der Hammer. Übrigens, moin Nessos. Dysomnia. Max Klose. Jules. Vincenzo. Rainer Stoff. Ja, ihr seid alle am Start. Aber wisst ihr, was ich zuerst machen möchte? Ich habe nämlich gerade eben was gesehen. Ich habe was verpasst. Ein Trailer, der letzte Woche rauskam. Und zwar ein Gameplay-Trailer zu Evil Genius 2. Wollen wir uns den vielleicht als erstes einmal kurz zusammen angucken, weil den will ich unbedingt sehen noch schnell. Der sieht hoffentlich gut aus. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich will ihn das erste Mal jetzt schauen und das machen wir am besten hier. Zack. Lass mal zusammen gucken. Ich muss mir Kopfhörer aufziehen. Evil Genius ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Also es ist eins von den ganz wenigen Spielen, die man über die Jahre immer wieder rausholen kann. Und jetzt endlich ein zweiter Teil. Es ist der Hammer. Hoffentlich wird das gut. Das erste Mal Gameplay. Genau, das will ich machen, mein Evil Lair spielen. Und es ist ja schon ein klein Tick ähnlich wie Prison Architect. Ne? Ist auch so, man baut was. Von oben. Boah, das sieht sehr gut aus, oder? Ah, das ist der Trainingsraum. Kennt ihr den noch? Okay, der sieht auch besser aus als früher. Ich versuche die ganze Zeit, die ganzen Gerätschaften mir anzuschauen. Es geht so schnell. Special Henchman, okay. Naja, die kennen wir ja noch. Er rechts war im ersten Teil schon dabei. Zumindest erkennt man ihn sofort. Ich weiß nicht, wie es mit den anderen ist. Guck mal, wie sieht die Insel aus? Krass. Ah, okay, das ist die Weltkarte gewesen. Das ist Helipad, die Leute rücken aus. Excalibur geklaut, alright. Secret Agents, genau. Das Casino, um sie abzulenken, ist auch wieder da. Die Fallen, um die Geheimagenten davon abzuhalten. Auch wieder am Start. Was? Naja, und wahrscheinlich die verschiedenen Siegoptionen. Gab es ja bei Evil Genius auch schon drei oder vier verschiedene. Ach, guck mal! Z-Achse auf drei verschiedenen Ebenen habe ich gerade gesehen. Hammer, sehr gut, wunderbar. Platzmangel war nämlich immer. Okay. Und ein Free-Game, In-Game-Item. Wenn man irgendwas vorher macht. Na gut, okay. Wie war das? Das war der Hammer. Das sah gut aus. Das sah wirklich gut aus. Das sieht genauso aus, wie es sein sollte, finde ich. Genau der Style. Sieht hübscher aus als früher. Sieht aus, als hätte es mehr als früher. Und genau das will ich haben. So, während ich Prison Architect starte, sagt ihr dazu, modernes Dungeon Keeper. Ja. Im Grunde ist das, es gibt nur ein Spiel, das an Dungeon Keeper rankommt und das auch ähnlich gut ist. Das ist Prison Architect. Kein anderes Spiel hat je dieses Dungeon Keeper Feeling geschafft, oder? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Meine Meinung. 2020 stand da, genau. Freue ich mich mega drauf. War of the Overworld haben wir uns angeschaut. Vor einiger Zeit schon, kommt nicht ansatzweise dran ran. Schon ganz witzig, aber ist halt eine andere Liga. Ganz andere Liga. Free In-Game Item heißt, die Items kosten. Nee, das war bestimmt irgendwie so ein Vorbesteller-Scheiß. Die wollen auch immer, dass ihr euch jetzt schon, dass ihr jetzt schon die Kohle rausholt. Dungeons 3 war ganz niedlich, ja, aber das sind schon, das ist eine ganz andere. Ich hab nicht Heuschnupfen, wie kommt ihr darauf? Klinge ich so? Vielleicht ein ganz kleines bisschen oder so, aber eigentlich nichts sehenswertes.
Ich gucke hier die ganze Zeit, ich muss ein bisschen an der Kamera vorbeilunsen, um mal im Chat zu kommen. Ich habe hier mal ein bisschen umgeräumt. Ihr habt anscheinend auch mega Bock drauf, ne? Gargoyle sagt, das Mumie, Papa Schlumpf. Komm, wir starten jetzt Prison Architect. Zack. Und wollt ihr auch reingucken? Er startet es. Kam heute raus, dementsprechend habe ich auch noch nicht reingeguckt in den neuen Island-Modus. Ich habe nur geguckt, gerade eben kurz, damit ich mich nicht blamier, wie man denn das einstellt, dass man auf einer Insel ist. Das ist nämlich nicht ganz so offensichtlich. Aber neuer Titelbildschirm auch. Ich habe das schon bestimmt ein paar Monate nicht mehr gespielt. So, auf Deutsch habe ich auch gestellt. Wir machen ein neues Gefängnis. Und das hier. Inselbauland muss man aktivieren. Den Rest würde ich sagen, gucken wir einmal durch. Gebäude erzeugen, das brauchen wir alles nicht. Banden werden wir wahrscheinlich in den 2 Stunden, die wir heute mit dem Spiel verbringen, da gar nicht zu kommen. Die Anfangsphase, bevor das Gefängnis erst auch geöffnet werden kann, ist recht lang. Deswegen versuche ich mich ein bisschen zu beeilen. Ereignisse sind immer cool. Wetter und Temperatur finde ich auch super, aber habe ich noch nie ausprobiert. Deswegen wollen wir das mal kurz lassen. Fluchtpläne, unbegrenztes Kapital. Ich überlege gerade, ob wir zu Demonstrationszwecken. Ich glaube ja, wir machen das heute mal. Das habe ich. Ja, pass auf, wir machen das. Dann geht das schneller, weil ich habe nämlich Angst, dass ich in 2 Stunden das Gefängnis nicht mehr eröffnet kriege. Komm, wir machen es mittelgroß. Und der Direktor-Modus muss an, weil wenn ihr als Direktor getötet werdet, dann ist das Spiel vorbei. Das ist cool. Ihr seid tatsächlich der echte Direktor. Früher konnte man Direktor einstellen, aber ihr seid das jetzt. Coole Nummer. So, dann klickt man auf Wiedergabe. Und ist drin. Weiter kann ich nicht rauszoomen, das ist ja witzig. Ah, ich sehe gerade. Folge ich denen jetzt immer? Das habe ich noch nie. Ich dachte, okay, wir müssen ein neues Spiel anfangen. Ich habe was Falsches gewählt. Ich dachte, das bedeutet, dass der Direktor, wenn der stirbt, das Spiel vorbei. Ihr seid der, aber tatsächlich muss man überall persönlich hingehen. Komm, lass uns das schnell neu machen. Direktor aus. Wo seht ihr den noch irgendwo? Habe ich den? Unbegrenztes Kapital. Direktormodus war da oben. So, zack. Na? Wo ist das Spiel? Ach, da ist das Spiel. Oh, das ist aber eine kleine Insel. Na egal, süß. Gar nicht schlecht eigentlich. Vielleicht kommen wir dann tatsächlich auf den grünen Zweig heute. Guck mal, so eine Fähre. Das ist ja mega gut. Ich mache erstmal auf Pause. Denn wir müssen uns erstmal orientieren. Wie macht man das denn jetzt mit einer Insel? Viel weniger Platz, das wird so ein Mini-Gefängnis. Okay, das macht Spaß. Diese großen werden nämlich irgendwann echt schwierig zu managen. Mich wundert ein bisschen, warum die Schrift so unscharf ist. Warte mal, müssen wir. Erkennt ihr das? Das ist. Sieht aus, als wäre die Auflösung eine schräge. Eine ganz schräge Auflösung. Ne, 1920. Okay, komisch. Also, wir müssen mal schauen. Wir halten uns am besten mal an die Angaben. In 23 Stunden kommen die ersten Häftlinge. Das können wir auch deaktivieren. Aber als Challenge, ich meine, wohin sollen die flüchten? Mal gucken, was passiert. So, wir nehmen mal unseren ersten Zuschuss an. Und Briefing der Geschäftsleitung haben wir gelesen. Richtlinien der Geschäftsleitung für psychisch kranke Häftlinge, alles klar, haben wir akzeptiert. Und wir müssen als erstes mal ein paar Räume bauen für die Verwaltung. Wo machen wir die Verwaltung hin? Pass auf, machen wir so, wenn das hier der Lieferungsraum, machen wir hier den Eingang hin. Denn wie weit soll ich bis an den Rand bauen? Ich lass mal lieber einen frei, man weiß ja nie. Okay, pass auf, das hier wird erstmal der. Ah, oh, verdammt, man muss das erstmal planen, Leute, ne? Man muss das erstmal planen.
Also, ich würde sagen. Zack, zack. 1, 2, 3, 4. Machen wir die? 1, 2, 3, 4. Okay, und davon mache ich jetzt mal ein paar. Das sind unsere Büros. 4 Stück erstmal für den Anfang. Sollte reichen. Wir haben ja nicht so einen großen Raum, mit dem wir arbeiten können. Hier kommt die Tür jeweils hin. Dann machen wir hier einen Gang. Und lassen das erstmal. Übertreiben nicht. Das ist okay. Und wenn wir soweit sind, können wir hier... Warte, hier ist der Eingang. Wir machen den Lieferungsraum ein bisschen kleiner. So viel Platz haben wir nämlich gar nicht. Lass uns mal... Lieferung... Können wir hier noch weiter... Komm, wir setzen die hier vorne hin. Machen das weg. Das gleiche für den Müll. Müll so, hier weg. Aber nicht nur das. Müll brauchen wir nicht so viel. Was wir noch brauchen, ist Import-Export. Brauchen wir das? Exporte, hier. Brauchen wir auch nicht so viel. Machen wir so. Das heißt, unser Eingang. Hai und Piranhas, schreibt ihr. Naja, das wäre super, wenn es die auch geben würde. Aber habe ich nichts von gelesen in den Patch-Notes von Haien und Piranhas. Das ist eher was für Evil Genius. Was wollte ich bauen? Hier, die Wände, ne? Also wenn... Das hier so rein, ziehe ich die Wand hier runter. Dann machen wir hier den Eingang. Und das hier wird eine Empfangshalle. 1, 2, 3, 4, 5. Größer darf sie nicht. Wir haben keinen Platz. Wir haben einfach keinen Platz. Empfangshalle hier. Und dann gucken wir mal weiter. Das bauen wir schon mal. Okay, dann geht's schon mal los. Also, wir bauen die Empfangshalle. Und... Ach ja, die Geschichte. So. Und los geht's. Gucken wir den mal zu. Ha, mehr Platz, ne? Bundy, denke ich auch. Aber... Nehmen wir als mal als Herausforderung. Wichtigste ist der Todestrakt, ja, den kriegen wir erst am Ende, ne? Das ist das cool, so eine ganz kleine Insel. Nebenbei nehmen wir die Zuschüsse an. Hast vollkommen recht, Vogelmann, machen wir das mal. Ich habe das immer auf Englisch gespielt und es ist wirklich ein paar Monate her, deswegen gebt mir immer eine Sekunde, bis ich wieder mich erinnere, wo die ganzen Sachen sind. Okay, ich hab's. Oh, das sieht aus, als wären das immer noch die gleichen wie früher. Und als erstes nehme ich das Verwaltungszentrum. Wie viele kann ich am Anfang? 2, glaube ich, oder? Oder... Könnt ihr das lesen? Wahrscheinlich nicht. Ich habe nämlich schon Probleme. Ist das bei euch auch so much? Sagt mal gerne im Chat, ob das wieder ein exklusives Problem von mir ist. Momentan spinnt's hier nämlich gerne ein bisschen. Pip ist übrigens auch in guter Position, stelle ich gerade fest. Wir lassen das erstmal, machen wir das hier. 2 Büros, ein Direktor, Finanzen erforschen und einen Buchhalter einstellen. Kein Problem, da sind wir ja schon bei. Wir haben hier Bäume, das Ganze verzögert das dann entsprechend, aber es geht ja voran. Ich stelle eigentlich auch gerne extra Bauarbeiter ein, aber auf dieser kleinen Insel lasse ich das erstmal. Und die einfache Heimanstalt wählen wir auch, weil das ist im Grunde eh das, was wir machen müssen. Das sind die Basics. Kriegen wir auch ein bisschen Geld, wobei wir hatten ja eh... Hatten wir unendlich Geld eingestellt? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Da oben ist nämlich ein Kontostand. Oder habe ich das jetzt eben nochmal vergessen beim Neustart? Ja, die Exportzone haben wir hier. Hauxen, um das Holz loszuwerden, haben wir uns schon drum gekümmert. Ist ein bisschen schwammig, bei euch auch, ne? Komisch, wieso? Aber sagt mir mal, wenn ihr das spielt, das würde mich mal interessieren, ob das da bei euch auch schwammig ist. Ich habe das Gefühl, es liegt wieder nur an mir. Wenn ihr das hochzieht, denn... Machen wir als nächstes, wir haben ja nicht so viel Platz. Wie Gefängnistrakte können wir uns denn leisten?
Ich entwerfe gerade kurz das Design in meinem Kopf. In der Mitte machen wir dann den Yard, den, wie nennt man das? Den Hof. Und dann können wir, pass auf, ich fange hier hinten. Wie kriegen wir eine gerade Linie erstmal hin? Wunderbar. Okay, das als Basis für die Rückwand unseres Hauptgefängnistrakts. Und ja, schauen mal, wie wir die Ecken verarbeiten. Das wird nicht einfach. Ihr wisst ja, ich baue mal gerne symmetrisch. Wenn wir so starten, sind wir schon mal cool. Und ich würde sagen, wir machen das. Wie groß habe ich noch meine Zelle gemacht? 2x3? Ja, ne? 2x3. An die kleinen Zellen von Anfang. Das ist quasi so, das sind die Protozellen, so werden die aussehen. Das Ganze werden wir jetzt ein bisschen. So, mal gucken, wie wir mit dem Platz hinkommen. Weil bevor ich jetzt hier. Ich meine, ich kann auch noch nicht, das muss erst hochgezogen werden. Aber bevor ich hier alles designe, will ich wissen, für wie viele Insassen baue ich denn? Wie viel Platz habe ich? Das wären 8, guck mal, 10 kriegen wir auf jeden Fall hin pro Block. Das ist gut. Und das können wir später dann erweitern. Oder? Ja, das ist doch keine schlechte Idee. Okay, gucken wir mal, wie das hinkommt. 1, 2, 3 und zack, hier ist der Flur. Zack, 1, 2, 3, eine weitere Zelle. Das ist noch eine weitere Zelle. Zack, nee, 1, 2, 3, hier ist die. So würde das hinkommen. Wenn wir das hier wegnehmen, hätten wir es. Könnt ihr mir folgen? So soll das Ganze denn aussehen. Hier eine Tür. Hier eine Tür. Wieso bauen die das nicht fertig? Das verstehe ich nicht ganz. Was dauert da so lange? Irgendwas habe ich. Also irgendwas stimmt hier nicht. Was ist denn da los? Wieso machen die das nicht fertig? Ich glaube, ich ahne es schon. Es gibt nämlich, es ist immer ein bisschen blöde, Räume an Räume anzufügen, wenn ihr wisst, was ich meine. Guck mal, wenn ich... Weil ich eine Tür brauche, glaube ich. Ich glaube, ich brauche eine Tür. Was nehmen wir? Wir nehmen die Gitterwand. Nee, wo ist die große? Großes Fenster ist es nicht. Aber in der Größe die Tür. Seht ihr sie? Ich nicht. Bin ich blöd? Fenster sind hier. Die Türen müssen doch auch hier sein. Oder, guck mal, bei Räumen sind sie nicht. Bei Böden sind sie doch auch nicht. Wände und Türen, da sind sie wahrscheinlich. Meine große Tür. Guck mal, man muss jetzt hier oben klicken, dann kommen die Türen. Das ist mir neu. Okay, es gibt einen eigenen Türreiter jetzt. Da ist meine Tür. Wo haben wir gesagt? Egal eigentlich. Hier machen wir das. Okay. Jetzt sollte das funktionieren. Setz die Tür bitte ein und dann seid ihr auch fertig, ja? Guck mal, der nette Erich bestätigt, das ist neu. Sorry, das war, ist aber neu. Das wusste ich nicht, das versteckt jetzt. Ah, ja, ja, ja. Ja, 6 Quadratmeter ist im Grunde die Standardzelle. Man kann auch später mit kleineren arbeiten. Da muss man aber mit seinem Anwalt erstmal reden und den einstellen und das Ganze erforschen. Und jetzt hoffen wir, dass sich das Ganze hier hochzieht. Und tadu. Achtung. So kenne ich mein Spiel. Wunderbar, Dankeschön. So, jetzt setzen wir die Wände rein, damit wir die Leute einstellen können. Lass mich kurz auf Pause machen. Wir verplempern viel zu viel Zeit. Es gibt viele neue Wände. In so ein Büro. Was gehört da rein? Das findet man am besten raus, indem man die schon mal setzt.
Büro. Da machen wir alle fertig und setzen Folgendes rein. Objekte. Wir brauchen als erstes, warte mal, wenn ich hier so drüber habe, dann wird das schon hervorgerufen, dann muss ich nicht so lange suchen. Also wir brauchen diesen Aktenschrank. Wieso hast du dich denn jetzt gedreht beim letzten? Dann brauchen wir den Bürotisch, einen passenden Stuhl. Ah, warte, da gibt es neuerdings welche, die genau in die Mitte kommen. Wo sind die denn? Die haben sie irgendwann extra eingeführt, weil das immer blöd aussah, hier den Stuhl schräg daneben zu haben. Da ist er, der Sessel fürs Büro. Der passt genau in die Mitte. Fehlt noch was? Was war das? Boah, ich kann es fast nicht lesen, so schwammig ist das. Ist ja komisch. Schreibtisch, Stuhl, Aktenschrank, ja, haben wir alles. Gut, dann setzen wir da noch Türen rein. Lassen das ein bisschen weiterlaufen. Wir nehmen eine Tür, die von allen Leuten benutzt werden kann, weil manchmal müssen Gefangene zu den Leuten hin. Zum Beispiel für eine Besprechung, ne? Okay, wunderbar. Ziehen das hoch. Lass mich mal. Ich mache jetzt mal ein bisschen fixer, okay? Wir brauchen nämlich noch. Eigentlich braucht man gar keinen Empfangsraum, aber ich baue den trotzdem gerne. Rezeption. Ist recht groß, macht nichts. In die Rezeption gehört ein Tisch und ein Büroschreibtisch und ein Sessel. Das ist im Grunde das gleiche wie eben. Hier ist quasi der Empfang. Da werden die Leute begrüßt. Und hier auf diesen großen Tisch, den wir hier hin platzieren, kommen die Klamotten hin, damit die sich umziehen können. Die kommen natürlich nicht in ihrer Gefängnistracht. Die ziehen sie erst hier an. Wunderbar. Das Büro. Was fehlt da noch? Ach so, der Kram ist noch gar nicht da. Das sind nur die Silhouetten. Zimmerpflanzen haben wir, glaube ich. Ich glaube, das gibt es gar nicht. So sieht's aus, genau. So, pass auf. Wenn wir das haben, brauchen wir noch so viel anderen Kram. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Oh, lass uns. Ich stelle schon mal das Personal ein. Der Direktor. Da ist er. Kommt an mit dem Schiff, benötigt Büro, kriegt er gleich. Und wenn der Direktor ein Büro hat, dann stellen wir als nächstes den Buchhalter ein. Das ist wichtig. Weil der erforscht erstmal die anderen Leute. Ja? So, was noch ganz wichtig ist. Strom. Strom, Leute. Wir haben Strom noch nicht. Strom müssen wir kurz planen. Da würde ich sagen, hier ein frei. So ein Stromding ist, glaube ich, wie war das immer? 3x3 groß. Dann setzt man die hier ran. Also so viel passt perfekt hin. Schaut euch das mal an. Das ist ja wunderbar. Okay. Nee, Quatsch. Daneben. Okay, das ist mein Stromding. Setzen wir ja die Wände ein. Supp. Sehr gut. Ja, das gibt es auch seit einiger Zeit, so kleine Zettelchen aus der Entwicklung, die man freischalten kann hier. Also, wir brauchen eine Küche im Grunde. Und ich würde sagen, die Küche. Lass uns die Leute hier durchschleisen. Hier geht's rein quasi ins Areal zum Gefängnis. Und das hier ist noch.
Ja, machen wir hier Küche. Ein da, ein frei, eins, zwei, ein frei, da, zack, Wand. So mache ich das. Das ist die Küche, die fast ein bisschen groß ist. Und was auch richtig groß sein sollte, ist eigentlich der Raum Kantine selbst. Also Küche können wir schon mal bauen. Dann Kantine haben wir. Hof sollten wir mal kurz anlegen. Dann haben wir das zumindest. Das ist der Hof. Da. Der Hof, der Hof. Vielleicht machen wir den so. Mal gucken, den können wir ja noch verkleinern. Ich weiß ja, muss das jetzt auch über umzäunt sein? Wahrscheinlich nicht, wenn wir auf einer Insel sind, oder? Nee, doch, guck mal. Der muss trotzdem umzäunt sein. Auch wenn wir auf der Insel sind, muss das hier noch geschlossen werden, damit das Gefängnis als geschlossen gilt. Auch auf der Insel müssen wir das machen. Alles klar. Hof, Dusche. Ja, Dusche bauen wir hier übrigens rein. Ganz vergessen, das letzte Ding ist eine Dusche. Ja? Und wenn das letzte Ding eine Dusche ist, gut, dass uns das jetzt auffällt, können wir alles verschieben, weil die Dusche muss 3 breit sein. Okay? Vielleicht, wenn ich das ausfülle, könnt ihr es vielleicht besser nachvollziehen, was ich hier vorhabe. Das hier ist die Größe eines durchschnittlichen Gefängnisblocks. Mit 8 Leuten machen wir wirklich 10 draus, ja? Okay, Protoblock fertig. So sieht's aus. Wunderbar. Ah, wir brauchen auch eine Verwahrungszelle. Das frage ich mich immer. Könnt ihr mir gerne mal erzählen. Die finde ich sehr, sehr unnütz. Auf die kann man komplett verzichten, weil Leute werden nur in die Verwahrungszelle gesteckt, wenn kein Platz in anderen Zellen ist. Und in der Regel designe ich das Gefängnis so, dass immer Platz für alle Gefangene da ist. Und dann brauche ich diese Zelle gar nicht. Ich finde es ein bisschen blöd, dass die Verwahrungszelle hier im ersten Zuschuss eine Gegebenheit ist. So, als erstes müssen wir die Wand von der Küche wieder hochziehen. Okay, jetzt machen wir kurz auf Pause, um keine Zeit zu verlieren. Wann kommen die Insassen in? Ich kann es nicht lesen. 11 Stunden. Objekte reinknallen. Gleich haben wir es. Dann können wir das Gefängnis quasi, dann läuft's. Es geht schneller als ich dachte. Schön, so ein kleines Ding. Das war die beste Entscheidung heute. So ein kleines. Was ist das? Ein Seerosenblatt-Trittstein? Ist das hier Minecraft oder was? Guck mal, ich kann hier Seerosen. Das ist ja witzig. Also, was wollte ich? Wo ist mein Strom, Leute? Wo ist mein Strom? Unter Versorgung. So, hier kommt das Ding hin. Und hier kommt das Pumpwerk hin. Und daneben brauchen wir noch einen kleinen Kondensator. Und die Stromkabel können wir meiner Meinung nach direkt einmal verlegen. Können wir sogar hier an dieser Außenwand verlegen. Und verlegen wir dann auch weiter hier. Ja, soweit erstmal gut. Gleiche gilt für Wasser. Wasser würde ich sagen, verlegen wir einfach hier, weil das ausgezeichnet bis zur Küche funktioniert dann, ja? So weit, so gut. Lassen wir die Leute arbeiten, schauen denen zu. Ich frage mich, was sagt ihr dazu? Was der neue DLC macht? Wovon sprichst du? Von dem, den ich gerade zeige oder was? Base Haven haben wir auch schon eine Sendung zu gemacht. Finde ich ganz lustig beim ersten, zweiten Versuch, aber dann ist die Luft irgendwie leider doch raus, weil es ist.
nicht so super alles mega gut miteinander verzahnt, finde ich. Ja, worum das geht? Ich meine, das heißt Islandbound. Der Name ist Programm. Und was du hier siehst, ist eine Insel. Das ist die größte Änderung. Es ist hier jetzt quasi so ein bisschen Alcatraz. Und soweit ich weiß, sind sogar vorgefertigte Inseln dabei, die zum Beispiel auch Alcatraz nachempfunden sind. Und das ist eine ganz schöne andere Nummer, als wenn du immer mit diesen Zäunen arbeiten musst und dir ständig die Gefangenen abhauen. Ich frage mich, können die hier auch abhauen? Oder geht das gar nicht? Ich meine, selbst aus Alcatraz sind ja Leute geflüchtet. Frage ist nur, wie macht das Spiel hier? Also hier muss es ja auch, klar. Also es müsste ja keine Zellen bauen, sonst könnte ich die Leute hier einfach stapeln. Haie habe ich noch keine gesehen. Wie gesagt, also das Addon ist jetzt seit heute draußen. Gerade eben rausgekommen. Aber ich bezweifle, dass hier Haie sind. Im Hintergrund höre ich Kirchenglocken läuten. Hört ihr das? Im Spiel, wohlgemerkt. Wie ist das zu erklären? Jetzt nicht mehr. So, das ist fertig, das ist fertig. Das hier ist auch gut. Wir müssen jetzt, geldtechnisch klappt das, Küche mal bauen. Und wisst ihr was? Die Kantine, die mache ich noch nicht so groß. Ich lasse die Kantine erstmal auf der Größe. Wobei, kurz noch checken muss. Hier kommt der Kram hin. Dann lassen wir mal zwei frei. So ein Tisch ist 4 breit. Zwischen den Tischen lassen wir 2 frei. 4 und dann hier zur Tür nochmal 2. Setzen wir hier die Wand hin. So machen wir das. Okay. Nur für mich zur Planung, dass am Ende auch die ganzen Einrichtungsgegenstände da wunderschön reinpassen, ne? Und wir nicht irgendwie ein Feld zu kurz sind oder ähnlich. Von der Rezeption in die Küche geht's mit einer Personaltür. Hier darf nur das Personal durch. Auf der anderen Seite hingegen, manche Leute arbeiten in der Küche, geht's mit einer normalen Tür durch. Oh shit, muss ich die drehen? Oder macht er das alleine? So. In die Küche. Wo ist sie? Da. Setzen wir alles, was man in einer Küche braucht. Zum Beispiel den Herd. In die Mitte. Nee. Den setzen wir hier so schön in die Mitte. Dann der Kühlschrank. Hier so ein bisschen an die Wand. Ich habe immer Probleme. Ich weiß immer nicht, wenn ich drehe. Was ist... Man weiß immer nicht, wie rum dreht er. Dreht er im Uhrzeigersinn oder nicht? Ne? Also wie rum muss ich es drehen, damit das jetzt hier links ist? Ich weiß es nicht. Ist es jetzt rechts oder links? Hier mal gern noch einen Mülleimer hin. Da sieht man wenigstens, wo vorne und hinten ist. Das ist ganz gut. Und die Spüle tun wir hier ran, damit auch der Weg aus der Kantine der kürzeste ist. Zeitgleich können wir schon mal an die Versorgung denken, denn hier müssen wir mit Wasser arbeiten. Aber das machen wir, wenn wir die Anschlüsse sehen. So sieht das aus. Küche fertig. Rezeption, Büros. Wir müssen mal forschen, ne? Wo ist nochmal die Forschung? So viele neue Buttons hier. Da ist sie. Wir erforschen als erstes die Finanzen. Genau. Damit wir diese Dame einstellen können. Danach erforschen wir gucken wir mal. Kann mich noch nicht entscheiden. In 6 Stunden ist die Dame erforscht. Und in wie viele Stunden kommen die Häftlinge?
In 6 Stunden kommen die Häftlinge. Okay, wir müssen das doch einen Tag verschieben. Das ist fast unmöglich, direkt nach 24 Stunden das Gefängnis zu eröffnen. Wir machen das einen Tag später. Das ist absoluter Quatsch, jetzt das Gefängnis zu eröffnen. Das hier muss fertig sein. Habe ich das schon? Ja, habe ich schon gemacht. Wunderbar. Dann kommt das rein. Schauen wir mal kurz auf die Aufgaben. Das kommt gleich. Haben wir gleich. Kein Problem. Die Verwahrungszelle, das ist das, was ich meinte, was nicht so richtig Sinn macht. Ne? Das sind bestimmt nette Häftlinge, die mithelfen, sagt Merik. Ja, das ist ja auch im Spiel drin. Ne? Die Häftlinge ist ja auch in Realität so, dass die Häftlinge so Jobs manchmal haben, in denen sie sich was zuverdienen können. Oder bei denen sie sich weiterbilden können. Das haben wir auch hier. Ihr könnt zum Beispiel Nummernschilder pressen. Oder Möbel herstellen. Diese Verwahrungszelle, Leute. Wo wollen wir die... Ich glaube, ich setze die einfach hier ran. Einfach, weil ich sie später abreiße, weil sie so nützlos ist, weil ich eh keinen Platz habe. Wie groß muss eine Verwahrungszelle sein? Gibt es da Vorgaben? 5x5. 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Okay, okay. Dann machen wir das. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Verwahrungszelle wird gesichert mit einem... Warte, jetzt hier oben ist noch ein Reiter. Guck mal, Schilder. Das ist auch neu. Räume. Nee, was wollte ich? Wände und Türen, dann auf Türen. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt, dass man jetzt so oft klicken muss, um an eine dämliche Tür zu kommen, oder? Alles jetzt übersichtlicher? Naja, komm. Eine Gitterwand. Nein, ich will hier bei Türen. Die sieht nämlich genauso aus, die Standard-Gefängnistür. Haben wir? Dann, das sieht ein bisschen hässlich aus jetzt. Wunderbar, das ist weg. Das ist auch weg. Ich habe manchmal den Bug, dass das der nicht weggeht. Ich weiß nicht, ob sie den mittlerweile behoben haben, aber... Jetzt geht's weg, wunderbar. Ich hatte das, dass es das ganze Spiel geblieben ist, mal so eine Stelle. Jetzt sehen wir, wo Strom hinkommt. Jetzt gehen wir schneller hin. Dann machen wir erst das Wasser. Ziehen wir bis hier unten runter und mit einem kleinen Rohr gehen wir bis zur Spüle. Stromtechnisch sollte das kein Problem sein, wenn wir auch hier durch die Wand gehen. Und ich gehe eigentlich immer gerne parallel, damit man das besser sehen kann. Hier in der Übersicht sieht man die Kabel dann ja später nicht mehr, wenn sie verlegt wurden. Bei RimWorld ist das anders, da sieht man die hässlichen Kabel dann und es hat auch Auswirkungen auf die Schönheit, aber bei Prison Architect sieht man das nicht. Da sind die im Boden verlegt. So, in... Was ist das? Kantine. Da! Die Kantine kommt. Große Tische. Also hier steht es ja auch. Tische, Bänke, mehr nicht, ne? Und ein Serviertisch. Ja, genau. Der Serviertisch, den telle ich immer direkt hier an die Küche, damit die Leute nicht lange laufen müssen, ne? Später kommt dann noch einer zu und ihr seht, das ist schon wunderbar geplant, dass sie dann da in der Mitte durchkommen. Wo sind die großen Tische? Wenn man da so ransucht, manchmal wird das hervorgehoben. Das kann ich echt empfehlen, denn muss man nicht so lange suchen. Snackautomat und Wasserspender. Alles neuer Kram. Ventilator, neuer Kram. Da ist die Bank. Boah, die ist aber groß. Sag mal, willst du mich verarschen, Spiel? Hast du die Viererbänke ge... Ne, das ist eine Vierer. 1, 2, 3... Oder bin ich doof? Das ist eine Vierer. Ah, die sieht viel länger aus als früher. Hab mich gerade ich dachte, die hätten die Bänke verlängert um einen und somit meine Planung komplett durcheinander gebracht. Haben sie nicht. Alles gut. Also dazwischen kommt ein Tisch. Dazwischen kommt ein Tisch.
Reicht erstmal für den Anfang. Nicht übertreiben. Dann hätte ich gerne, damit es da nicht zu Verengungen kommt, eine große Tür hier am Eingang. Die kommt hier hin. Über den Hof kommen wir da rein. Und jetzt sind wir fast fertig und können das Gefängnis gleich eröffnen. Oder was fehlt noch? Ah ja, klar, das Ding hier. Wir müssen jetzt nur noch gucken, wie das mit der Forschung aussieht. Die dürfte abgeschlossen sein. Wir stellen die Dame gleich ein. Gut, ist immer so ein kleiner Extra Grant, ne? Der gibt Kohle, aber wir hatten doch eigentlich unendlich Geld eingestellt. Hol mal die Wache, danach die Wartung, dann den Psychologen und die Gesundheit. Das wird hochgezogen, wunderbar. Hier ist auch alles astrein. Wir stellen die Buchhalterin ein, oder? Warte mal, wen haben wir? Wir haben den Direktor und... Haben wir nur einen ja, wir haben nur einen Direktor eingestellt. So, der Buchhalter kommt. Die sucht sich denn ein wunderschönes Büro. Ich glaube, wir haben den Grant auch also den Zuschuss auch bekommen. Das hat gerade gebimmelt mit dem Einstellen der Buchhalterdame. Das bedeutet, wir können jetzt auch einen neuen Grant, einen neuen Zuschuss annehmen. Ja, ich würde sagen, am einfachsten kriegen wir das hin mit der Krankenstation. Wieso läuft da stromtechnisch nichts? Wieso blinkt das da unten? Ach, die haben das noch nicht. Da kommt erst die Lieferung mit den Kabeln und den Lampen, seht ihr? Wir müssen übrigens hier... Ich setze da den Kondensator hin, damit auch die Wasserversorgung direkt sichergestellt ist. So, Leute, was sagt ihr dazu? Lass uns das mal kurz angucken. Ja, richtig, Insel-Update. Gerade heute gekommen, deswegen zocken wir. Das ist mega fresh. Das riecht noch so lecker frisch. Keiner gespielt auf der Welt. Kostet 10 Euro. Das ist die Buchhalterin, genau, Fuchs. So. Ich glaube, wir können, wenn die hier Wachen einstellen, Köche, das ist ja kein Ding, das und die Verwahrungszelle. Ja, wir wollten die Verwahrungszelle kurz beenden. Wirklich, wir haben es gleich. Wenn wir jetzt die Zelle hier zuziehen, in so eine Verwahrungszelle kommt nicht viel rein. Da gehört ein Klo rein und ich glaube, das war's. Gucken wir mal. Das ist sie. Da reinkommt. Eine Toilette und eine Bank. Toilette. Die setze ich mal hier diskret hinten in die Ecke. Und es reicht eine kleine Bank. Weil da sitzt ja irgendwie jemand. Die machen wir so ein bisschen hygienisch gegenüber. So. Damit diese Toilette auch funktioniert, sollten wir hier... die Wasserversorgung nochmal sicherstellen. Toilette auch in Ordnung. So, meine Freunde, das hätten wir. Jetzt müssen wir nur unseren Gefängnistrakt hochziehen und wir sind fertig. Machen wir hier. Kümmere mich schon mal darum, dass es ein geschlossenes Gebiet ist. Diesen Zaun, den werden wir später aufmachen. Hier werden wir eine Wand ziehen. Die wird später denn... Ziehen wir gleich bis hier. Nee, ist ja doof. Wir haben ja gesagt, das ist die neue Wand.
Wir ziehen hier eine Wand. Weil wir wählen eine Wand, weil diese Wand auch bestehen bleibt. Sonst hätte ich einen Zaun genommen. Aber da hier oben die Wand nicht bestehen bleiben wird, das werden wir nochmal später ausbauen. Baue ich hier einen Zaun hin, ja? Ist günstiger. Und jetzt, wenn das fertiggestellt ist, ist der Innenhof geschlossen. Es ist 12 Uhr, alles klar. Jetzt können wir mal wieder die Gefangenen einstellen, oder? Jetzt sagen wir 24 Stunden und los geht's. Warte mal, das geht hier. Häftlinge, nee. Ja, wir haben es jetzt aufgemacht. Wir kriegen... Wollen wir überhaupt niedrige Sicherheitsstufe haben? Das ist doch lächerlich. Wir starten direkt mit normaler Sicherheitsstufe. Und pro Tag kommen... 1, 2, 3, 4... Wir haben Platz für 10 pro Trakt. Das heißt 5 pro Tag, um uns nicht zu übernehmen. Und gut ist. Lass uns mal hier vorne eine Tür reinsetzen. Dann müssen wir etwas machen, was eventuell zeitintensiv sein könnte für die Arbeiter. Hier, die Zelle wird gerade fertig gemacht. Wir müssen den Strom jetzt hier nochmal rüber beamen. Den setze ich hier lang. Und hier... Und der geht bis hier rein. Gleiches gilt fürs Wasser. Das legen wir hier lang. Bis nach hier. Und dann, weil wir hier überall Klos haben werden und die hinten die Duschen, verlegen wir hier kleine Rohre für die Toiletten. Hier für die Duschen. Und wir haben die Wasserversorgung auch sichergestellt. Ast rein. So, ich spule vor. Denn jetzt sehen wir wirklich... Sehen wir ganz gut da, glaube ich. Die sind nicht immer nur einen Tag. Die bleiben schon. Die bleiben, ja, ja. Aber nicht ewig lange, ne? Also so... Ich weiß gar nicht, wie lange bleibt einer im Schnitt. Das ist komplett unterschiedlich. Manche bleiben wirklich nur ein paar Tage und manche bleiben ewig. Das können wir uns gleich angucken, wenn wir Gefangene haben. Denn dazu gibt es einen eigenen Bildschirm, wo man sieht, wie lange die bleiben. Wasser sieht nicht angeschlossen aus. Wasser hier soweit okay, hier soweit alles okay, hier alles okay. Wenn du das hier meinst, das liegt daran, das sieht nur so komisch aus, weil es noch nicht fertiggestellt ist. So, ich glaube, wir haben ein gutes Gefängnis gebaut. Ich spule mal noch schneller. In 15 Stunden kommen die Gefangenen. Das ist ein bisschen knapp, aber wir schaffen das. Weil hier oben schließen sie jetzt gerade erst das Gefängnis. Die kommen schon in einem halben Tag und jetzt gerade, das ist ganz knappe Nummer. Wird das noch fertiggestellt hier. Okay, super gut. Pass mal auf, der Hof, den mache ich nochmal neu. Zwei Felder am Rand frei, zwei Felder am Rand frei. Dafür aber... So... Soweit ist das erstmal der Hof. Und damit das richtig schön ist, verlegen wir da später auch noch ein bisschen Rollrasen. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Erstmal muss das fertig werden. In 12 Stunden kommen die Gefangenen. Und die Leute sind hier immer noch am Bauen.
Zum Glück haben wir diese Zelle, da kommen die dann nämlich erstmal hin. Also keine Angst, alles gut. Ich spuk vor, ja. Ja, auf so einer kleinen Insel brauchen wir auch keine zusätzlichen Arbeitskräfte einstellen. Ihr seht, das funktioniert ganz gut. Die kosten ja nämlich auch, ne? Das kostet so ein Arbeiter. Ich glaube 100 am Tag. In 10 Stunden kommen sie. Oh, meine kleinen, fleißigen, gelbwestigen Bauarbeiter. Oh ja, so, guck mal, so sieht's aus. Müssen wir direkt hier einsteigen und die Wände reinsetzen. So, jeder braucht eine eigene Tür. Wobei, die setzen wir am Ende rein, weil das ist ganz blöde. Wenn man die Türen als erstes reinsetzt, da kommen ja die Gefängnistüren rein und dann kommen die sind dann manchmal verschlossen, wenn das Gefängnis geöffnet ist. Und dann kommen die Arbeiter nicht rein und dann müssen die auf Wachen warten. Ne, wir bauen als erstes Dinge wie Betten rein. Toiletten. Sehr gut. Dann können wir eigentlich auch diese Duschdinger da auch schon ranhängen. Wir haben nur wie viele Duschplätze haben wir? Ein bisschen zu viele, aber besser als zu wenig. Und damit das Wasser da nicht, ne, machen wir das so. Da versickert das Wasser dann. Okay? Jetzt sagen wir, sagen im Spiel auch, dass sich das hier um eine Dusche handelt. Und wenn hier die Wände fertig sind, kann ich da die Zellen reinziehen. Das ist einfacher, wenn die Wände fertig sind. Dann muss ich das nicht einzeln machen. So, sehen wir gleich. Aber schaut an, in 4 Stunden kommen die ersten Gefangenen. Sind wir bereit? Wir brauchen Wachen. Am besten 1, 2 Stück. Und wir brauchen Köche. 1, 2 Stück, damit die Leute auch was zu essen haben, wenn sie hier ankommen. Und gleich haben wir die einfache Haftanstalt abgeschlossen. Wir warten nur, bis das hier platziert ist. Und dann haben wir es. Seid ihr bereit? Wann kommen die? 5, 6, um 8 Uhr morgens. Sonne geht auf. In 2 Stunden kommen die Häftlinge. Normale Sicherheitsstufe. 5 Stück. In 1 Stunde kommen die Häftlinge. Da sind schon die ersten Häftlingsuniformen angeliefert worden, damit sie sich umziehen können. In 1/2 Stunde kommen die ersten Häftlinge. Unser Gefängnistrakt ist noch nicht fertig, aber macht nichts. Die kommen erstmal hier rein. Ich hoffe, der wird im Laufe des Tages fertig, dann werden die dahin transferiert. Ja? Eine Tür von der Rezeption zum Hof. Du hast vollkommen recht. Hier gehört noch die Tür hin. Und zwar eine ganz normale Gefängnistür. Was kommt hier? Duschköpfe werden geliefert. Ohne Ende Duschköpfe. Na, wo sind die Gefangenen? Ich dachte, die wollten um 8 kommen. Hä?
Ja, die Zellentüren, die muss ich auch noch reinmachen, hast du vollkommen recht. Aber mache ich gleich, wenn das hier fertig ist. Wer das Spiel kennt, wird wissen, was passiert, wenn ich die Zellentüren zu früh reinmache. Dann hängen ständig die Arbeiter, sperren sich nämlich immer selber ein dann. Wo sind die Gefangenen? Sagt mir das mal bitte kurz. Ich habe gerade Schiss, dass irgendwas hier anders ist. Wisst ihr was? Ich glaube einfach, dass die Schiffe außerhalb des Bildschirms aneinandergereiht sind und immer nur ein Schiff gleichzeitig hier auf den Bildschirm. Wir warten mal ab. Ich hoffe, es liegt daran, dass die sich vorgedrängelt haben hier. Unsere Gefangenen warten gerade hier irgendwo. Das macht tierisch süchtig, Lina Ballerina. Das ist eins von diesen Spielen, die einer Art angehören, die, ich meine, das wisst ihr, die ich am liebsten mag. Spiele, die viel simulieren, weißt du, wo du Sachen einstellst und das Spiel führt dann aus. Wo nicht immer direkt das gemacht wird, was du sagst, sondern eine Simulation. Du setzt Faktoren, das Spiel rechnet das aus und gibt dir das Ergebnis. Das mag ich sehr, sehr gerne. Wo man sich zurücklehnen kann, mal hier in die Übersicht geht. Auch mal, wenn man noch einen Kaffee hat, wie ich jetzt gerade leider nicht. Sich kurz zurücklehnt und einen Schluck nimmt und sein Werk betrachtet, stolz ist. Ich meine, das ist so ähnlich wie, ich habe gestern gepflastert. Habt ihr mal gepflastert? Ich habe Steine gepflastert gestern. Und als ich fertig war, stand ich 15 Minuten davor und habe mir das angeguckt. Und war stolz auf mich. Stillgestanden habe ich. Nix. Ich habe übrigens nichts, das zur Sacke tut oder so, aber ich habe das abends um 22 Uhr noch gemacht. In Unterhose. Sah wahrscheinlich ziemlich albern aus, aber ich bin stolz auf mich. Und genau so ist man stolz auf so ein Gefängnis. Wenn das denn mal funktioniert. Wo bleiben... Leute, sagt mir, was mit den Gefangenen ist. Ganz ehrlich mal, ich kriege jetzt langsam Angst, dass hier irgendwas... sind verfügbar. Ist. Ja, ich hab dann, ja. Ja, ich hab leise gepflastert. Da kommen sie endlich. Da kommen sie. Ich hatte schon, guck mal, wie cool das Schiff aussieht. Wie von der Weiße Hai 1, oder? Da kommen sie. Da fällt mir ein, ich bin auch im Spiel drin. Ihr könnt mich hier... Krieg manchmal... Schickt mir Leute Bilder. Von mir in meiner Zelle, im Gefängnis. Guck mal, werden jetzt alle reingeführt. Wunderbar, hier, das ist fertig, außen drumherum auch alles fertig. So, und jetzt, oh ja, seht ihr das hier, die haben sich alle eingesperrt. So, Türmodus entriegelt. Wichtig ist jetzt, dass wir kurz... mir erst dran gewöhnen, dass das jetzt alles ein bisschen aufgeschachtelt ist hier. Dann Zelle. Und fertig. Schauen wir den Gefangenen zu. Die werden als erstes mal durchsucht, müssen sich ausziehen. Die Love Groove hier. Der sitzt, weil er wegen Freiheitsberaubung für 11 Jahre hat auf unschuldig plädiert. Oh, es saß aber auch schon wegen Entführung und Meineid. Wer steht hier?
badet, dass er der Zelle zugeführt wird. Und los geht's. Der Erste ist drin. Tada! Wo rennst du denn hin? Ach so, warte, wir müssen mal gucken, wie es da mit dem Timetable aussieht. Wo ist der Timetable? Jetzt gerade ist wahrscheinlich Freizeit. Nee, Essen ist gerade. Und diese Tür lassen wir auch entriegelt, damit das hier nicht ständig passiert. Die Außentüren sollten wir geschlossen halten. Das ist vielleicht nicht unwichtig. Ein paar Sachen angeliefert worden. Ein Landeplatz haben wir auch. Das müssen wir vielleicht mal bauen. Denn das ist neu und das wollen wir uns ja angucken. Ein Hubschrauber-Landeplatz. Wo mag der versteckt sein? Kann ich den so... Nee. Kann ich irgendwie auch auf Wasser bauen? Kann ich... Guck mal hier. Das da, meine ich. Laufbrücke heißt ja nicht Baubrücke. Das wird sie ja nicht Laufbrücke heißen, oder? Ich glaube nicht, dass ich da drauf bauen kann. Oder kann ich ein Helipad auf so einem Holzsteg bauen? Das ist der Fähranleger. Kontroll... Oh ja, der neue Kontrollpunkt ist super. Der ist super. Da ist der... Wie verwendet man den? Das müssen wir später mal abchecken. Boah, Stacheldraht ist auch neu. Das kann ich nicht lesen. So verschwommen ist das war leider. Das ist ein Deckstuhl. So. Wie auf, von einem Schiff. Mhm. Okay. Und Schachtisch ist auch. Es gibt voll viel neuen Kram. Ovale Tische. Eine Duschstange. Nicht schlecht. Habe ich mir anders vorgestellt, eine Duschstange. Wunderbar, funktioniert. Funktioniert. Da kommt der neue Kram. Unser Gefängnis läuft. Die Leute sind aus ihrer Verwahrungszelle in ihre finalen Verwahrungsaufenthaltsorte übertragen worden. Und jetzt... Schauen wir, dass wir das Gefängnis ausbauen. Morgen kommen 5 neue, genauer gesagt in 16 Stunden. Und dann ist unser Gefängnis komplett ausgelastet. Und wir gucken mal, wie groß wir das kriegen und wie wir noch hier so ein Helipad hinkriegen und so weiter. Wir brauchen eigentlich eine Krankenstation, das ist gar nicht so unwichtig. Die würde ich... Meint ihr, wir brauchen... Nee, bei so einer kleinen Insel brauchen wir nicht noch einen zweiten Stromgenerator. Das bleibt so von der Größe her. Deswegen setzen wir die Krankenstation hier hin. Oder... wir machen das folgendermaßen. Wir machen das so. Wir setzen die Krankenstation hier hin. Ich baue hier noch... Okay? Okay. Vielleicht sollte ich den Hof hier abreißen. So, gut, na? Mach mal etwas mehr Geschwindigkeit rein, das ist... Nee, mehrstöckig kannst du nicht bauen bei Prison Architect. Zumindest. Das wäre ja auch ganz cool, ne? Aber ich glaube, das bietet sich dann so eine isometrische Perspektive eher an, weißt du? Da siehst du dann, sieht man denn besser. Oh, hier der Huf, den muss ich auch wegmachen, da stimmt was nicht. Okay. So, Leute einstellen oder was? Gucken wir mal. So, wir können auch schon mal so einen Vorarbeiter einstellen.
Wir haben ja schon sein Büro fertig, der bezieht das gleich. Ja, da wird er das beziehen. Und seht ihr hier, da hängen sie auch immer fest, ne? Aber würde ich schon gerne zulassen, die Tür eigentlich. Wobei ich später auch noch doppelt sicher gehe, das können wir auch schon jetzt machen. Wir wollen eigentlich keinen Gefangenenverkehr unnötigen hier so dicht am Ausgang. Deswegen setzen wir hier nochmal eine Gitterwand hin, da auch. Und dazwischen eine Gefängnistür. Doppelt hält... Wieso darf ich denn jetzt? Hier darf ich einen, da darf ich... Wegen den Bäumen? Ja, dann reißt sie doch ab. Ich denke, ganzen anderen Scheiß kann ich doch auch platzieren wegen den Bäumen. Verstehe ich jetzt nicht. Und dann reißt er die ab. Wieso muss ich denn bei der Tür vorher abreißen? Na gut, scheint neu zu sein. So, das ist gut, das ist gut. Wir spulen. Essen ist in Ordnung, ne? Alles gut. Was ich immer gerne mache, relativ früh, ist eigentlich so mit Metalldetektoren einbauen. Die zu finden ist immer. Naja, jetzt haben sie das Menü schon verbessert und haben zwei. Also es gibt so viele Items. Ihr seht das, wie unübersichtlich das ist. So viele Items. Und sie sagten, okay, wir teilen das in Kategorien auf. Geile Idee, sollte man denken. Aber was für Kategorien wählen sie? Okay, lass uns das Wichtigste in Kategorien einteilen. Schilder. Und Türen. Weiß ich nicht. Find's immer noch verdammt. Wo ist der verdammte Metalldetektor? Der versteckt sich immer vor mir. Das ist immer, da ist er. Jedes Mal suche ich den. Und wo detektieren wir? Wir machen hier ein Doppeldetekt. Oder wie machen wir das? Ich mache es immer gerne vor die Küche, weil in der Küche bzw. Kantine wird gerne was mitgenommen. Und die wird auch mehrfach am Tag betreten. Somit werden die Leute mehrfach am Tag gescannt. Das ist gar nicht schlecht. Schauen wir mal, ob die Stromversorgung da funktioniert. Ja, die funktioniert. So, ein paar neue. Der Typ ist müde. Das mag daran liegen, wir sollten jetzt... Warte kurz, ich baue hier jetzt noch die Tür ein. Dann wollten wir eigentlich die Krankenstation, ne? Krankenstation, lass mal kurz die Wände hochziehen der Krankenstation. Wir bleiben erstmal bei der Krankenstation. Da kommt hinten eine Tür rein, die nur fürs Personal ist. Vorne eine Tür, da können dann die Gefangenen, wenn sie krank sind, rein, okay? Natürlich braucht eine Krankenstation auch Krankenbetten. Das ist wirklich, ich muss jedes Mal suchen, ne? Weil das ist so unübersichtlich. Krankenstation. Krankenbett. Schnell gefunden hat er das. Zack, zack, Krankenbett am Start. Außerdem würde ich gerne hier im Hof, wo ich sie gerade sehe, eine Handelbank platzieren. Na, damit die Jungs auch ordentlich was drücken können hier. Wo machen die das? Also als erstes brauchen wir hier diese Tribüne, damit sie, wo sie irgendwie abhängen können und Ausbruchspläne schmieden können. Die gehört in jedes Gefängnis rein, finde ich. Die kommt hier hin. Guck mal jetzt, wir müssen wirklich erst die Bäume jetzt abreißen, sonst wird das nichts. Also mache ich das anders. Reiß die Bäume so ab, indem ich hier wunderschön...
Guck mal, ein blumiges Feld ist neu. Luna, was soll das denn? Kalkstein, Marmorfliesen. Sand. Ecke, okay. Ich probiere mal das blumige Feld aus. Ist ein bisschen albern, aber... das ist teuer. Aber vielleicht macht es die Leute happy. Und dann werden die Bäume heute hoffentlich auch entfernt. Endlich mal. So, guck mal. 5 Stunden, dann kommen die neuen Leute. Was sagt ihr? Marmorfliesen im Knast macht nicht viel Sinn, ne? Das stimmt. Aber gut, warum nicht? Oh, das sieht ja furchtbar aus. Das ist wie eine Tapete. Ich hätte da jetzt gedacht, dass das irgendwie random abwechslungsreich ist, aber irgendwie die blauen Blumen hier immer, das ist immer gleich aus. Schade, das gefällt mir nicht. Das hätte einer Smarties verloren da. Wie schnell die das machen, das gibt's ja gar nicht. Also Rasen verlegen dauert viel länger. Da kommt erst Rollrasen, den sie da wirklich dann darauf knallen. Aber gut, wir können jetzt hier die Objekte platzieren, die wir gerade platzieren wollten. Unsere... Oh. Zack. Handelbank. 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 Yes. Eben hatten wir sie. Wo ist sie jetzt? Da ist sie. So. Hier sind Handelbänke. Außerdem habe ich auch immer gerne Telefonzellen für die Leute. Auch nicht zu wenig, die sind auch nicht so teuer. Kriegen wir hin hier. Weil häufig halten die sich, wenn sie aufgegessen haben, noch sehr lange hier drin auf und da brauchen die ein bisschen Ablenkung, damit die nicht auf dumme Gedanken kommen. So! Unsere schöne Blumenwiese hier in der Mitte ist fast fertig. Unseren Gefangenen geht's ganz gut. Mittlerweile scheint auch die neue Lieferung gekommen zu sein. Da seht ihr sie. Guck mal. Was ist los, Good Time? Wieso hast du schon wieder nichts an? Aufgrund von Gewalttaten wurde er eingeliefert. Körperverletzung bei Ian. Der wird rübergebracht. Hier hängen die beiden Jungs fest. Macht nichts. Wird bald neue... Oder machen wir jetzt? Wir setzen mal 2 neue Wachen rein. So, King wurde gerade eingeliefert in seine Zelle. Angriff auf einen Polizisten. 9 Jahre kriegt er dafür. Insgesamt hat er aber 19 Jahre, weil dazu kommt noch Körperverletzung und Meineid. Und ich glaube, das hier ist ein Tag. Oder? Ich weiß es nicht. Wie überall beantragt unschuldig steht, sagt Zun. Hier steht beantragt schuldig, hier steht auch beantragt schuldig. War auch. War bei den 3 jetzt Zufall. Das oder? Ich meine, wahrscheinlich auch einfach komplett realistisch. Die meisten Leute plädieren darauf unschuldig, oder? Ich weiß nicht, ich war noch nie in einer Situation, in der ich meine Unschuld vor dem Gesetz, vor dem Richter, weisen musste. Er hier hat unschuldig, ne? Für den Besitz. Ja, das ist die deutsche Übersetzung, ist ein bisschen schwierig, finde ich. Also. Im Englischen ist das wahrscheinlich
Wie sagt man? Wie würde man im Englischen sagen? Hier geht es ja um Waffenbesitz, oder? Über diesen Tatbestand. Mir fällt der Name nicht gerade ein. Aber ich... Ja. Schade. Possession, genau. Drogen sind das. Ja, ja, genau. Drogen. Possession. Und, ja, Besitz wird da übersetzt. Finde ich schade. Weil das trifft es ja gar nicht. Und dann stellt sich mir die Frage, wer übersetzt das dann? Wenn weil das ist ja meistens dann Community-Übersetzung. Aber Leute, wenn ihr da... Lass doch die ran, die wissen, was sie tun. Besitz. Ich hoffe, diese kleinen Baumstümpfe gehen noch weg. Ja, wie geht's, mein Gefangener? Wir müssen Psychiater einstellen, um das rauszufinden, wie es denen geht. Den Psychologen, den meine ich. Setz dich mal rein. Oh, der braucht ein Büro, deswegen müssen wir mal ganz kurz schauen, dass wir Kram hier wieder reinsetzen. Und zwar, zack, zack, oh, das ist falsch rum, zack, wo ist die Buff? Wunderbar, wir haben's. Kriegen ein bisschen Geld von dem Holz. Könnten auch den Export von Holz lassen und das weiterverarbeiten zu Möbeln, aber das dauert noch eine Weile. So, unsere Köche. Fleißig. Ist ein bisschen dreckig, ne? Was erforschen wir als nächstes? Vielleicht die Reinigung, ja? Wenn das so hässlich aussieht. Das haben wir, das ist eine Gefängnisregel, Micromanagement. Wie können wir dann einstellen, was mit den Leuten passiert, wenn sie, keine Ahnung, dabei ertappt werden, dass sie irgendwie im Besitz von irgendwelchen illegalen Gegenständen oder Substanzen sind oder Ausbruchsversuche oder Gewalttaten. Das finde ich interessant. Wie funktioniert das auf einer Insel? Die Erweiterung des Geländes. Normalerweise war es ja so, dass wir nicht auf einer Insel warnen konnten, denn jeweils in jeder Himmelsrichtung unser Areal, unser Gelände erweitern. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht, jetzt hier noch mehr Wasser dazu zu bekommen. Deswegen würde ich vorschlagen, das muss man einmal ausprobieren und dann weiß man es. Einsatz. Ist auch schon wieder so direkt übersetzt, ne? Ja. Ach. Wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Hat sich da irgendein Community-Dude gesagt, hey, ich übersetze das. Hat aber nichts anderes gemacht, außer irgendwie das in Google-Übersetzer zu stecken und zurückzuschicken, um die Credits einzustecken für die Übersetzung oder was? Weil das ist doch eine Scheiß-Übersetzung. Informationen. Einsatz. Na, Patrouillen finde ich nicht unwichtig. Wollen wir die erforschen? Finde ich auch sehr wichtig. Überwachung ist noch nicht so wichtig. Was ist denn Ausbildung? Ah, okay. Okay, okay, okay. Ja, also, ganz ehrlich, wir haben sehr viel Geld. Alle Häftlinge haben Essen, wie wir hier sehen. Wir haben 4 Wachen. Ein Häftling ist bereit für Bewährung. Ah, okay. Dann gucken wir mal, ob wir... Guck mal, der Micha hat interessante Informationen zu der Übersetzung.
scheint genau andersrum zu sein. Einige Übersetzungen wurden leider vom Entwickler reingepatcht, weswegen Community-Übersetzungen weggehauen wurden. So, okay. Soll einen Hausmeister einstellen? Mache ich gerne für dich. Hoppidoo. Haben wir den schon? Also als erstes würde ich gerne den erforschen. Benötigt Sicherheitschef. Guck mal, den haben wir noch gar nicht. Sicherheitschef eingestellt. Hausmeister ist in 3 Stunden da. So lange musst du dich noch gedulden. So. Ja, eigentlich sollen die Gefangenen selber sauber machen, ne? Aber machen sie nicht. Wir sollten doch Ärzte einstellen, wenn wir hier so ein Arztding haben, ne? Hier wurde einer mit Alkohol erwischt, oder was? Ne, er hätte gerne Alkohol, wird jetzt durchsucht, weil es gepiept hat und nichts wurde gefunden. Schnappt euch das Essen. Genug für alle da. Und jetzt, wo wir den Psychologen haben, sehen wir auch die Bedürfnisse und sehen keine roten Balken. Ass rein. Alles gut. Alles gut. Morgen kommen wieder 5 Leute. Das ist ein Problem. Das müssen wir jetzt kurz abstellen. Ansonsten hier jetzt können auch ein paar... Nehmen wir das einfach mal an. Zellenkapazität auf 15 steigern, kein Problem. Verschiedene Programme, die wir hier für die Gefangenen starten können, aber da haben wir noch nicht die möglichen Räumlichkeiten für. Hier sind unsere Finanzen. Wir machen 2000 plus am Tag, sind also in den schwarzen Zahlen. Das ist astrein. Und je länger unser Gefängnis ohne Vorfall bleibt, umso besser wird das Ganze. Wir haben jetzt 1,5 Tage ist unser Gefängnis aktiv. Das gibt uns einen 50-Dollar Bonus, aber das wird enorm wachsen, wenn es schafft, längere Tage am Laufen zu haben, kriegt ihr darüber eure Kohle, ohne dass es Zwischenfall gibt. Zwischenfälle ist sowas natürlich wie ein Ausbruch oder wie ein Todesfall. Wir spulen mal. Leute gehen abends ins Bett und ich müssen mal schauen. Ich würde gerne hier jemanden reinplatzieren. Das müssen wir aber erst erforschen. Wir sehen durch den Nebel des Krieges, wie es auch in diesem Spiel heißt, nicht, was da vor sich geht. Vier Tage ohne Zwischenfall, wie bei den Simpsons. Ja, ganz genau. Ja, ich habe einen ziemlich hohen Export gehabt. Ne? Das lag daran, dass wir diese Bäume hier... Das waren wunderschöne, uralte Affenbrotbäume. Die letzten ihrer Art. Die haben wir exportiert hier. Sieht gut aus, oder? Ist jetzt nachts, wir ziehen das mal durch. Hier oben sehen wir, leichte Gefahr. 2 Häftlinge wurden kürzlich durchsucht. Aber alles in Ordnung. Was wir machen müssen ist, jetzt wo Nacht ist, ich wollte doch hier irgendwas hinbauen. Was war das denn nochmal? Wisst ihr was? Jetzt wo Nacht ist, können wir mal ganz kurz hier den Zaun abreißen. Macht das mal hier, meine gelben fleißigen Bienchen. Dann setze ich hier nämlich noch eine Räumlichkeit hin, damit wir das ein bisschen mehr ausnutzen können. Wir haben nämlich wirklich sehr wenig Platz. So, die Jungs kommen. Was wollte ich hier hinsetzen? Wir haben ja noch so viele Räume, die gebaut werden müssen. Der Personalraum war es, glaube ich, ne? Wobei... So viel, was hier noch hin muss. Eigentlich muss ich sogar noch mehr abreißen. Aber da haben wir keine Zeit für. Wir bauen jetzt erstmal den Raum so dahin. Machen das so. Haben wir erstmal ein bisschen Platz. Denn, ja, das gefällt mir.
Was wäre das Wichtigste eurer Meinung nach als nächsten Raum? Ich glaube, der Personalraum wäre schon gar nicht unwichtig, oder? Nur der muss nicht so groß sein. Wir haben hier nochmal Platz für einen großen Raum. Zwei kleine würden hier nicht, oder? Das muss ein Personalraum sein. Reicht das? Das würde reichen. Personalraum kriegt natürlich eine eigens dafür angefertigte Personaltür. So, reicht das wirklich? Hier mal 4, Ast rein. Okay, dann setzen wir da kurz die wichtigen Objekte rein. Das wäre ein Getränkeautomat und irgendein Stuhl, irgendeine Couch. Die waren immer blau. Ja, da sind sie. Eine Sofa gelötet. Nummer hier. Warte mal, es ist jetzt richtig rum, ne? Zwei Sofas, dann hätten wir das. Flipper, wie gibt's den jetzt? Ja, ein Besucherraum wäre auch nicht schlecht, ne? Personalraum mache ich gerade. Besucherraum, sagt er. Inseln gibt's seit heute, Loggy Doggy. Was ich an Räumen hochziehen kann, das sehen wir die ganze Zeit hier. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Wahrscheinlich nicht, weil auch mein Gesicht so ein bisschen davor ist, ne? Aber ich glaube, das ist die beste Position. Ich könnte es auch mal, was wir machen könnten. Gummizelle, gepolsterte Verwahrungszelle, gepolsterte Einzelzelle, Büro des Psychiaters, Sportsaal, Kapelle, Bewährung, Besucherraum. Das kann man wirklich nicht mehr lesen, aber hier steht es: Putzmittelschrank, Sicherheit, Gemeinschaftsraum, Leichenhalle, Lagerraum, Schlafsaal, Einzelhaft. Aber ihr habt schon gesagt, wir brauchen hier so ein Bewährungsding. Nur die müssen recht groß sein. Und, habe ich schon eine Idee, das machen wir so. Wie groß ist so ein Bewährungstisch? Der ist, glaube ich, ziemlich groß. So, jetzt suchen wir den. Mal sehen, wann wir den finden. Das ist das Ding. Guck mal, Snackautomat. Wollen wir, guck mal, wir stellen Snackautomat in die Kantine. Der ist neu, den finde ich gut. Wo ist dieser blöde Tisch? Muss ich den erst erforschen? Nee, nee, nee. Oder? Wieso blinkst du? Sicherheitschef benötigt Büro. Willst du mich verarschen? Verdammt. Tatsächlich. Hm. Dann machen wir. Oh. Wir müssen, glaube ich, die Lieferung ein bisschen begrenzen. Wir haben nicht so viel Platz für Lieferung. Wir müssen hier jetzt noch ein. Warte mal. 1, 2, 3, 4. Mal so. Oh nein, jetzt habe ich den Raum. Oh. 1, 2, 3, 4. Nein, so. Was ist denn da jetzt los? Ich drücke hier auf Ziegelwand. Bin auf Fundament. Jetzt aber. Dann bitte eine Tür vorne rein. Entsprechende Objekte einfügen. Sowas wie das Ding, das Ding und das Ding. Erklär mir, warum das, warum nicht? Warum das jetzt nicht? Hier darf ich ihn mal. Na, also den Tisch durfte ich bauen, den Stuhl nicht. Das verstehe ich nicht. Erklär mir das. Jetzt kann ich den Hausmeister, ne?
Schnauze! Der hat ganz schön am Zittern und jetzt auf einmal. Hui, okay. Wo möchtest du als erstes putzen? Was meinst du? War das da nicht dreckig genug? Ja, du hast recht. Das war der wichtige Spot hier. So. Okay, ich probiere nochmal da einen Stuhl reinzusetzen. Vielleicht darf ich jetzt. Problem ist, jetzt muss ich ihn wieder suchen. Ah, da hatte ich ihn so schön. Witzige ist, merkt ihr auch, ne? Das ist nämlich das Problem, die Sachen verschieben sich ständig. Die Sachen, nicht nur, dass es einfach scheiße unübersichtlich ist, man kann es sich auch nicht merken, dass es sich ständig verschiebt. Das war eben noch in der Mitte, jetzt ist es einfach mal auf der linken Seite so. Das ist... Ah, macht mich fertig. Also. Der blöde Sicherheitschef kriegt jetzt endlich sein Büro. Dann können wir hier erforschen. Ja, komm. Hunde hätte ich natürlich auch schon gerne. Hunde sind wichtig, wenn ihr nicht auf einer Insel seid. Ich weiß ja nicht, wie das ist auf einer Insel mit dem Graben von Tunneln. Aber die sind gut gegen Tunnel. So, Leute. Wenn das hier soweit gut ist, wollte ich hier unten diese Besucherkammer hinsetzen. Aber wir hatten ja nicht... Die muss man nicht erforschen, Leute, oder? Hier ist übrigens noch ein Tisch für den Außenbereich. Lass uns den nochmal schön hier hin. Der ist doch schick. Hier hin, da hin. Muss das noch zum Büro machen, ne? Danke für den Tipp. Vergisst man schnell. Büro, Büro. Okay. Danke, Gargoyle. Backbrain. Die mich auch. Ich habe das gerade gelesen und umgesetzt. Ich soll die Suche benutzen. Ja, aber sorry. Da bin ich zu faul für. Ich will mich dem nicht ergeben. Nur weil das so scheiße unübersichtlich ist, will ich hier unten nicht das eintippen müssen. Kann man das nicht irgendwie nach irgendeiner Logik oder sagt mir die Logik, nach der das sortiert ist? Na? Es ist ja, ich meine, es ist ja jetzt auch nicht, man könnte, okay, guck mal, hier oben sind Zellen. Nee, Pustekuchen, hier unten sind auch Zellen. So, okay, ich gebe auf. Ich baue da jetzt einfach erst nicht passend. Passt es halt nicht. Oh, hier jetzt ein Raum hin. Wie heißen die Dinger denn? Da, Besuchertisch. Irgendwas mit Tisch. Sorry, aber das Icon haben sie auch verändert. Das ist natürlich schwierig, wenn ich die ganze Zeit... So, wir haben hier ein... Das passt doch. Das passt doch wunderbar. Ich wollte den Tisch wegmachen, er macht den Raum weg. So, try again. Hier mit euren Zementsäcken. So, okay. Zwei Besucherräume. Parallel, weil wir so viel Kohle haben. Ich glaube, unsere Leute können gar nicht mehr dahin rennen, weil das abgesperrt ist. Trotzdem würde ich vorschlagen, probieren wir mal das hochzuziehen, gucken, was passiert. Vielleicht flutscht ja hier so einer rum. Vielleicht geht das, wer weiß. Aber für mich sieht das so aus, als wäre das hier dicht. Wir müssten eigentlich hier eine Tür reinsetzen, damit die hier jetzt den nächsten Zellentrakt bauen können. Aber ich bin zufrieden mit meinem Gefängnis soweit. Wenn das jetzt nicht sofort klappt, kein Problem, dann checken wir das gleich. Ich würde sagen, wir machen hier...
jetzt die neue Wand hin. Nicht nachdem wir hier aber nochmal... Das hier brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja, diese Räume hier, die... Das hatte ich ja... wie verlegen. Nee, komm, du sollst es einfach abbauen. Ah, Mist. Okay, ich glaube, hier ist jetzt wieder ein Übersetzungsfehler, der stark zu Verwirrung führt, weil man kann die Toilette auch abbauen, ohne sie zu zerstören. Und da wir hier zwei Dinge haben, die beide nach Zerstörung klingen, wegwerfen und abreißen, glaube ich, dass es einfach schlecht übersetzt ist und eins davon ist das Wegräumen. Ich weiß nur leider jetzt nicht was. Ich will die Toilette weiter benutzen und es geht. Nur abreißen suggeriert mir, dass sie abgerissen und kaputt gemacht wird. Wegwerfen suggeriert mir, dass sie abgemacht wird und weggeworfen wird. Das ist, was ich meine, ne? Was machen wir jetzt? Wir probieren mal einfach eins aus. Abreißen. Wenn sie dann noch da ist, wissen wir es. So, das Spiel erklären. Prison Architect gibt schon eine ganze Weile. Und das ist jetzt das Insel-Addon, wo man auf der Insel ein Gefängnis bauen kann. Vorher hat man immer zu Landgefängnisse gebaut. Das ist eine Simulation, Gefängnissimulation, Manager. Guck mal, ein paar Mal telefoniert mit Familie. Und ist gut drauf. Wir haben Tag 5. Den Leuten geht's echt gut. Wir haben ein schönes Gefängnis. Aber es ist noch recht klein. Stress kommt erst später dazu. So, jetzt reißen wir das ab. Dann, warte, das möchte ich auch. Das ist ja egal. Wenn das Stück weg ist, kann ich nämlich hier den Gang runterziehen. Ich setze auch schon mal Türen rein, das geht schon mal. Die Räume hier brauchen die Gefangenen, wenn sie dann kurz vor ihrer Entlassung stehen, kann man eine frühzeitige Entlassung beantragen. Und das tun sie hier. Bald. Wie viele Leute können das schon? Zwei. Ah, das lohnt sich schon. Gucken wir mal wegen Strom, dass wir hier jetzt nicht irgendwie vergessen, dass irgendwo die Lampen ausbleiben. Ja, hier natürlich. Ziehen wir hier so runter. Und jetzt gucken wir, machen wir die Mauer hin. Wir können sie richtig schön. Es muss ja nicht viel Platz sein. Das reicht vollkommen aus. So. Eine Tür. Nur für Personal. Niemand anders darf hier hinten lang. Ich setze sie erstmal einfach hier hin. Ja, das kann ich später noch. Das finde ich ganz gut, weil ich mag es gerne, wenn, also für diese frühzeitigen Entlassungsgespräche kommen immer Leute von außerhalb, die das beurteilen. Und ich hätte gerne, dass die nicht das ganze Gefängnis durchqueren müssen, um zu diesem Raum zu gelangen, sondern dass sie möglichst kurzen Gang haben. Was auch denn dazu führt, dass weniger Schmuggelware hier reinkommt, ne? Breites Sofa fehlt hier noch. Hey! Wie es aussieht, wird hier wirklich nicht gebaut. Zugang benötigt. Den Zugang schaffen wir uns mit einer kleinen Gittertür oben im Zaun. So. Gut, oder? Die sind echt gut drauf. Hier oben sehen wir ja keine Gefahr. Mm-mm.
Das ist noch nicht ganz hübsch, aber... Gucken wir mal, vielleicht kommt hier noch irgendwas Wichtiges rein. Hier hinten. Wieso sind da keine Türen, Leute? Da müssen doch Türen rein. Hier etwa vergessen. Einmal so, einmal so. Dennoch eine Trennwand in der Mitte habe ich auch komplett vergessen. Jetzt können wir die Räume... Ja, Bewährung, ne? Haben wir alles. Mindestgröße 5x5. Ah! Na gut. 1, 2, 3, 4 ins. Nicht schlimm. Wir reißen einfach den ganzen Kram ab, den wir gerade eben da platziert haben. Ziehen die Ziegelwand ein weiter hier durch. Türen da rein und dann sollte das funktionieren. Können sogar hier noch weitergehen. Oh, schau mal, was habe ich denn da jetzt? Hab ich irgendwas falsch gemacht? Ich habe eine bewachsene Wand gewählt. Okay, das geht natürlich jetzt nicht. Das sieht scheiße aus. Wie baut man denn bewachsene Wände? Früher war das nämlich so, da haben sich die Wände selber bewachsen mit der Zeit. Komm, reiß das mal wieder ab. Habt ihr schon... Es geht ja wahrscheinlich oben lang. Ja, genau. Jetzt machen sie erstmal den nächsten Gefängnistrakt. Ja. Ihr wollt einen Putzmittelschrank? Das ist noch nicht wichtig. Den braucht man erst später, wenn die Leute auch arbeiten. Und wir haben noch nicht mal Arbeit erforscht. Deswegen brauchen wir auch keinen Putzmittelschrank. Wir müssen erstmal hier Gefängnisarbeit erforschen. Dann macht das überhaupt erst Sinn. Oder? Was verforschen wir denn noch? Ist im Grunde nicht so wichtig, weil es so fix geht. Finde ich ein bisschen schade. Also es ist immer so ratzfatz und dann hast du alles erforscht. Wir machen das mal. Gefängnisarbeit und Gefängnisregeln, Micromanagement, Einsatz und Informationen. Wunderbar! Der zweite Zellentrakt wächst. Wir brauchen eine große Gefängnistür hier vorne drin. Wir können auch schon mal schauen, dass wir den Strom da reinlegen. Und das Wasser. Okay. Hier steht immer noch Zugang benötigt, was komisch ist. Haben wir doch. Also sonst wäre der ja nicht da, wenn da kein Zugang wäre. Okay, hier die Geschichte. Bewährung. Um ein Feld erweitern, bitte. Und alle sind glücklich. Dann nehmen wir denn noch die Ziegelwand. Ist das hier wieder eine bewachsene Wand? Habe ich da wieder Mist gebaut? Ist gerade so dunkel, kann ich nicht sehen. Ach, schau an, jetzt gehen die Leute hier durch. Ja, das ist aber klug von euch. Keine Spannung unter den Gefangenen, alles in Ordnung. Love Body will ein bisschen Alkohol. Ist klar, gibt's hier nicht. Wenn du vorher Alkohol ausgiebig genossen hast, kann ich mir vorstellen, ist ein Problem für dich jetzt. Aber hättest du halt vorher überlegen sollen, bevor du die Gewalttat begangen hast, die dich zu 4 Jahren Haft verdonnert hat. Steven. 19 Jahre, wer ist denn hier der krasseste eigentlich? 4 Jahre, die telefonieren. Seht ihr, die Telefonzelle hier im Dings ist immer eine gute Idee. 11 Jahre für Scott, aufgrund von Freiheitsberaubung. Ja, okay. Aber ich glaube, das Ding hier unten, kriegen wir noch fertig. Das sieht nicht schick aus. Egal. Und da gehen sie schlafen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie unser Tagesablauf eigentlich aussieht. Ist das in Ordnung? Ihr, wenn ihr morgens aufsteht um 7, dann ist erstmal
Dann geht ihr auf Toilette, dazu braucht ihr diese erste Stunde. Sonst pinkelt ihr mir nämlich alle in die Dusche. Das wollen wir nicht. Direkt danach dürft ihr gerne Freizeit genießen. Ohne Ende. Wir machen euch erstmal happy. Später wird das alles umgemodelt in Arbeit. Ja? Oh, da wurde aber was entdeckt. Er hat eine Pille dabei, oder was? Was sind die denn her? Können wir das schon sehen? Noch nicht. Erforschen wir erst die Informationen. Es ist nachts, ich spuk vor. Der eine Hausmeister hier regelt das ganz gut. Endlich mal ein bisschen sauber hier. Das sieht alles ganz hässlich aus. Man kann aber auch Böden verlegen später. Ne? Das können wir auch vielleicht jetzt schon machen, damit das nicht mehr ganz so scheiße aussieht. Was meint ihr denn? So ein karierter schwarz-weißer Boden für die Küche, oder? Und damit meine ich Kantine. Schauen wir mal, ja? Was denn hübscher aussieht. So, hier wird immer noch ein Zugang benötigt, obwohl die Leute da ein- und ausgehen. Tür entriegelt. Sehr gut. Da stimmt was nicht. Was ist denn da los? Ist das... Ah, die bauen noch weiter. Okay, ich dachte, es wäre schon fertig und kreiert sich nicht. Anscheinend muss noch weiter gebaut werden. Wir spulen weiter vor. Und können dann morgen, also in 24 Stunden, die nächsten Gefangenen aufnehmen, ja? Ah ne, guck mal, jetzt bauen sie erst hier den Boden, ne? Die haben keine Lust, das hier fertig zu bauen. Was ist denn da los mit diesem Spiel heute? Könnt ihr mir das sagen? Wie wird denn hier ein Zugang benötigt? Das Ding ist doch die... Wo sind die Gefangenen? Die sind jetzt hier drin und schlafen. Wir haben noch nicht hier... Doch, jetzt können wir es. Jetzt können wir hier eine Wache zuteilen. Und die hängt dann immer ab und dann sehen wir auch die Gefangenen. Das würde ich empfehlen. So. Da sind sie und schlafen. Er patrouilliert jetzt hier. Ich sehe keine bemalten Basketballbälle oder irgendwas. Hier ist keiner, der sich verpieseln will. Morgen rotten wir die einfach mal. Da werden wir die werden wir nachts aufwecken morgen und dann mal alle durchsuchen. Da werden die sich richtig ärgern. Aber noch ist zu früh, oder? Machen wir morgen. Heute lassen wir sie noch mal in Ruhe schlafen. Die schlafen ganz friedlich. Oh, morgens um 7. Seht ihr den? Deswegen Freizeit als erstes. Die gehen nämlich immer als erstes auf Toilette. Hättet ihr nicht Freizeit als erstes und duschen, würden die mit voller Blase in die Dusche gehen. Ihr wisst genau, was dann passiert. Das wäre doch furchtbar. Seht ihr, jetzt haben die eine Stunde Zeit zum Pinkeln. Das ist nicht optimal, aber besser als nichts. Jetzt hängen sie hier ab. Dann dürfen sie gleich duschen gehen. Noch 10 Minuten. Und dann gucken wir mal hier. Alle duschen. Sehen wir hier, wie Hygiene gerade runter geht. Erholung, müssen wir mal schauen. Haben wir ein kleines Problem, aber das liegt jetzt natürlich daran, dass sie jetzt den halben Tag eingesperrt waren und jetzt erst rauskommen. Das erste Mal heute. Da geht das denn gleich nach dem Duschen hoffentlich runter. Denn nach dem Duschen ist erstmal 4 Stunden Freizeit. What? Guck mal hier. Ja.
Das ist ärgerlich. Guck mal, das Spiel muckt irgendwie rum, weil es hier den Raum nicht bauen will. Und das führt dann dazu, dass der Typ jetzt flüchtet. Das ist mega ärgerlich. Aber gut, was soll ich machen? Was macht... Der schwimmt tatsächlich! Taser ihn! Scheiße, wir haben noch keine Taser. Schwimmen der... Meine Wachen können nicht schwimmen, das gibt's ja nicht. Das ist ja lame. Okay, wir haben den ersten Ausbruch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das liegt nicht an uns. Das liegt daran, dass das Spiel irgendwie hier... Wieso? Also das Einzige, was mir überbleibt, ist das jetzt hier alles wieder abzureißen und das nochmal neu zu machen. Was ist das hier? Wieso macht er das nicht? Ja, Haie hätten wir wirklich gebraucht, ne? Der Micha sagt, Dennis, das ist deine Schuld. Du musst eine Tür am Gebäude setzen. Micha, Mann, was, wie nennst du denn das hier? Das ist doch eine Tür. Beamte können nicht schwimmen. Ja, genau. Ach, jetzt... Ey, come on, pass auf. Warte mal, hier ist noch so ein Mehr-Button. Was ist das? Ah, okay. Ich mach das jetzt mal so. Ob das was bringt. Passiert das irgendjemanden? Ich hab die Tür jetzt zugemacht, damit nicht ständig Leute da flüchten gehen. Wir haben jetzt nur noch 9 Gefangene von 10. Das ist natürlich... Ganz ehrlich, wäre das mein Spiel sonst, ich hätte neu gestartet. Nach 5 Tagen schon Ausbruch geht ja gar nicht. Aber egal. Ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ist gar nicht, wir haben ja noch jetzt nicht viel Geld eingeboost. Nicht viele Zuschüsse. Wo kommst du denn her? Hast du dich etwa fehlverhalten? Fällt mir ein, wir brauchen eigentlich auch Einzelhaftzellen relativ schnell. Sonst werden die hier permanent gefangen. Einzelhaftzellen bauen wir schnell. Pass auf, das machen wir einfach so. Oh ja. Oh, das ist ja super. Das. Pass auf, ich plane das mal wieder richtig, ja? Also wenn hier die Mauer so hinkommt und Einzelhaftzelle ist bei mir wirklich sehr, sehr klein. Okay. Wir machen mal 1, 2, 3, 4, 5 Einzelhaftzellen hier rein. Jawohl, so, so ist es in Ordnung. Für Einzelhaftzellen braucht man bestimmte Türen. Braucht man eigentlich nicht, aber, oder? Oder braucht man die doch? Ich weiß gar nicht. Warte, Türen waren hier, da und da. Die gibt's auch in der sicheren Version. Bauen wir die gleich in der sicheren Version, wo das Essen durchgeschoben wird und nicht reingebracht wird. Okay? Wenn die Mist bauen. Haben sie die Möglichkeit... Warte mal, was habe ich denn jetzt gemacht hier? Dann öffnen wir das gleich und dann haben die endlich auch Zugang zu dieser Bewährungsgeschichte, ne? Wieso hat das Spiel so viele Türen, ne? Ja, weil es halt... Ich meine, geh mal in ein Gefängnis. Ich schätze mal, dass ein Gefängnis gebäudetechnisch auch in der Realität überdurchschnittlich viele Türen hat, oder meinst du nicht? Oder? Da ist doch... Du willst ja nicht, dass die Leute ausbrechen. Und das machst du in der Regel mit Türen, ne? Das Räume und versperrst die Wege. Ist halt schon immer noch ein Gefängnis.
Aber ich weiß, was du meinst. Aber es ist einfach zum besseren Verständnis. Hier hast du nochmal Farbabtrennung, damit du weißt, weil du kannst ja später Todestrakt oder Low Security oder sowas denn farblich markieren. Das ist schon ganz cool. Dann hast du die Einzelhafttür in sicher, eine Tür, wo nur Personal durch kann, eine ganz normale Tür, eine Geheimtür, eine Besuchertür zum Beispiel auch. Und das macht alles schon Sinn. Das ist echt cool. Da halten die sich zwar nicht immer dran, aber guck mal, eine Zauntür, das, ehrlich gesagt, die braucht man auch alle im Spiel. Das ist schon ganz cool. So, dann setze ich hier nochmal kurz die Wände rein. Und dann weiß ich nicht, was ich hier machen soll. Ich reiß nochmal. Kann ich das abreißen? Geht auch nicht. Das ist hier einfach lächerlich. Wieso wäre das nicht? Das hatte ich auch noch nie. Muss ich zugeben. So was Komisches. Komm, reiß mal den ganzen Kram ab. Ich will immer nur das abreißen und nicht das. Innenbereich ausräumen ist es auch nicht. Planieren hatte ich eben schon gemacht. Jetzt nochmal. Problem ist, dass denn der. Das ist das Gefängnis wieder offen, dann flüchten die mir wieder. Aber die scheinen sich eh nicht zu bewegen, oder? Kommen sie jetzt? Ah, doch, doch. Lovegrave, was machst du hier hin? Ach, die gehen jetzt zu dem Bewährungsding wahrscheinlich hier hinten rum, ne? Ach, keine Ahnung. Müssen wir mal beobachten. Lovegrave, was machst du hier hin? Du hast hier nichts zu suchen. Lovegrave, wo gehst du denn hin? Aha. Okay. Seht ihr das? Wir müssen jetzt mal langsam hier ein bisschen mit Einsatz, heißt dieser Menüpunkt, arbeiten. Unter Einsatz definiert ihr, wo die Leute rein dürfen und wo nicht. Hier können wir zum Beispiel mal sagen, shit, was ist mit dem Spiel jetzt los? Es ist ganz komisch. Das war vorher nicht. Vorher konnte ich das auch lesen. Das kann man jetzt auch nicht mehr. Das ist komisch. Und jetzt flüchten die, weil ich das hier aufreiße. Das hatten wir ja kommen sehen. Der ist müde, der will nicht mehr weiter kämpfen. Er ist verletzt und schwimmt da. Wir haben zwei Ausbrüche. Ich habe nur einen gemerkt. Und er schwimmt wieder weiter. Ja, das ist mir jetzt gerade ein bisschen egal, weil ich einfach dem Spiel die Schuld gebe, dass es hier einfach die Räume nicht fertig macht. Ist doch nicht meine Schuld. Was ich machen könnte, ist natürlich jetzt gerade mal ganz kurz sagen, dass Freizeit heute erstmal vorbei ist. Ja? Bitte alle in eure Zellen. Morgen können wir drei neue Gefangene schon mal annehmen, damit die wir heute verloren haben. Wieder auffüllen. So, jetzt gucken wir mal, ob er es hinkriegt, wenn wir das abgerissen haben, was die hier fabriziert haben. Hattet ihr das schon mal, dass er irgendwie nicht will, dass er den Raum baut? Lockdown, ne? Hätte ich auch machen können. Ich hätte einfach auf Lockdown klicken können. Wobei muss ich das erst erforschen. Erforschen mal Hunde. Wir erforschen mal Waffenkammer, Bewachung, Krankenpfleger und Ausbildung. Sieht so aus, als hätten sie das. Und ich probiere es nochmal. Bitte baue das Ding jetzt hier hin. Ja? Und ich setze auch wieder die Tür dahin. Zack. Und jetzt bitte, mach das mal. Habt ihr jetzt eigentlich die Versorgung auch abgerissen? Nee, wunderbar. Zum Glück nicht. Alles schön weggeräumt. Ihr seht das hier, irgendwas stimmt hier nicht, ne?
Probiert's noch mal, meine Freunde. Oh ja, da kommt der Beton. Kommt eine Wache, lässt die Leute rein. Die Leute flutschen rüber und probieren noch mal, den Gefängnistrakt zu bauen. Eine Wache könnte gerne mal kommen, um die Tür hier aufzumachen. Ansonsten mache ich das kurz. Das ist auch neu, dass man das von Hand machen kann, ne? Oder? Hier unten können wir die Einzelzellen auch mal ganz kurz finalisieren. Wenn wir sie finden, da. Nee. Einzelhaft, da. 5 Einzelhaftzellen. Und alle Leute, die Mist gebaut haben, das haben wir ja hier definiert. Oder es ist schon vordefiniert. Wir können das nochmal ändern, aber unter Regeln. Ja, wann gibt es Einzelhaft? Zum Beispiel, wenn Personal angegriffen wird. Ich setze das, ich verdoppel das eigentlich immer. Ich finde die Einzelhaft nur für ein paar Stunden ist mir zu wenig. Ah, darf ich doch. Komisch, ne? Erst macht er nur einen Halbschritten. Guck mal, Mord, nur 4 Stunden für Mord. Ich verdoppel das. Alles. Komm bitte. Ja, in ganzen Schritten. Gefangenen angegriffen. Was ist denn mit hier mit den Pfeilen los? Wieso kann ich denn nicht einfach in ganzen Schritten, ohne dass du mir das immer versaust hier? Meine Güte, das Spiel. Ich wundere mich nur, weil das war ja schon, also dass es so viele Probleme gibt jetzt bei dem Spiel. Also nur so Kleinigkeiten, aber das war ja früher nicht. Der ist offen, weil das noch nicht, okay. So, wir spulen mal. Und jetzt klappt's. Danke, liebes Spiel. Abreißen, wieder neu bauen. Otze TV sagt was ich auch zuerst dachte, aber das ist nicht ganz korrekt. Ich meine, du hast ja gesehen, ich zeig dir das mal ganz kurz. Also wenn du hier jetzt einen Raum hinsetzen willst, wenn du den so setzt, reißt du die Wände, die überlagert sind, mit ab. Du kannst ihn aber auch so setzen, dann bleiben die Wände bestehen. Es funktioniert beides. Und das ist nicht die Ursache für den Fehler gerade gewesen. Wenn ich das mal loslasse, siehst du ja, wie er automatisch diesen Raum korrekt kreiert. Und das habe ich auch schon 100-fach gemacht. Also ich glaube auch, dass es irgendwie damit zu tun hatte, dass sie irgendwas vergriesknallt hatten da. Ich glaube, diese zwei Felder und diese, ich weiß es nicht ganz genau. Das war sehr strange. Oder vielleicht hat er die Tür im falschen Moment eingesetzt, sodass das Spiel irgendwie nicht gerafft hat. Naja, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Wir haben es jetzt aber korrigiert. Uns ist aber schon aufgefallen, auch, also was mich am meisten nervt, und ich würde wirklich gerne von euch wissen, wenn ihr dieses Spiel auch spielt, ob das bei euch auch, warum die Schrift so unscharf ist. Naja, ich finde es super gut. Ich werde da wieder ein bisschen Zeit drin verbringen in Prison Architect, jetzt in der Inselversion für 10er, seit heute erhältlich. Mega coole Nummer, aber lasst euch gesagt sein, so ein Gefängnis bauen, ich meine, wir haben jetzt 2 Stunden damit verbracht und wir haben es gerade mal geschafft, das Gefängnis zu eröffnen. Aber jetzt wird es losgehen, jetzt haben wir ja modular alles vorbereitet und können einen Zellentrakt nach dem anderen dahin knallen, so dass man auch auf dieser kleinen Insel hier 50 Leute drauf kriegt und das wäre dann ein Erfolg. Naja, ich finde es super, ich denke, ihr habt einen Einblick gekriegt, was ihr jetzt mit dem Add-on Neues bekommt. Ich sag mal, das war's von mir und wir sehen uns an anderer Stelle wieder, bleibt gesund und so weiter. Tschüss.